heutigen Brookhaven Roleplay Video werden Easy und ich in der Schule eingesperrt. Seid gespannt, was passiert, und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Habe ich eigentlich noch Zeit bis zur U-Bahn? Oh, ich glaube schon. Ich muss mal gucken, was Mama noch im Kühlschrank hat. Eine alte Pizza, Schokolade. Oh, ich weiß nicht, ich hätte... Oh, ein Eis in der Früh. Oh, das ist doch eine super gute Idee. Oh, das muss ich Easy erzählen, dass ich ein Eis in der Früh esse. So, dann machen wir aber wieder zu. Und dann gehen wir mal schnell los. Nicht, dass die Easy schon auf mich wartet. Oh, das Eis ist so lecker. Ist die Easy schon da? Nee, Easy ist noch nicht da. Da haben wir... Oh, da ist sie. Easy. Sandy. Hallo. Hi, guten Morgen. Hi. Moin. Warum hast du denn einen Mob? Meine Mama wollte, dass ich die Straße vor dem Haus fege und sauber mache und alles wische. Easy, wir müssen in die Schule. In die Schule. Wo ist deine Schultasche? Ja, hol schnell deine Schultasche. Ich bin doch schon Sandy. Ich esse dabei mein super leckeres Eis. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ah, ja, wann kommt sie denn endlich? Mensch, wegen dieser... Mittlerweile habe ich ja fast mein Eis aufgegessen. Komm jetzt, Easy, sonst kommen wir zu spät in die Schule. Okay, Mama. Ich bin nicht deine Mama. Ein Glück. Das stimmt. Möchtest du wohl mal von meinem Eis schlecken? Das ist sehr unhygienisch, aber ja. Gib her. Warte, jetzt. Mmh, lecker. Ja, oder? Mmh, Vanille. Mmh. Stell dir vor, meine Mama hat einfach Ei... Ach, bist du nicht allergisch gegen Vanilleeis? Nee, gegen Schokolade. Ah, sehr gut. Okay, du hast nur unten geschleckt, ja? Nicht, dass du mir jetzt umkippst. Ja. Nö, das passiert nicht. Okay, cool. Schlaf nur ein, wenn ich Schokolade esse. Okay, dann... Ich trage dich aber nicht in die Schule. Ich schlaf einfach. Wenn ich abends nicht schlafen kann, esse ich immer eine Tafel Schokolade und jetzt schlafe ich ganz schnell ein. Das ist ja mega cool. Ein paar Sekunden später. Oh, komm, Easy, wir sind da. Schnell, komm, schnell. Wir sind jetzt schon da? Ja, 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 wir sind schon da. Blackhawk Station, komm schnell. Nicht, dass wir zu spät in die Schule kommen. Aber weißt du was, Easy? Das war so cool, bei dir zu übernachten. Ja, ich weiß. Weißt du was? Meine Mama hat heute Spätschicht, Sandy. Echt? Ja. Darfst du wieder mit der U-Bahn nach Hause fahren? Ja, bestimmt, oder? Ja, cool. Das können wir machen. Aber heute haben wir ja leider Nachmittagunterricht, Easy. Oh, so ein Mist. Ah, das ist richtig doof. Aber weißt du, was wir machen könnten? Wir haben doch jetzt dann Mittagspause. Da könnten wir irgendwie irgendwas Cooles machen. Vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas spielen oder so. Oder irgendwas zocken. Ach so, du hast kein Handy, oder? Nee, mein Akku ist gleich leer. Oh, Mist. Jetzt warte, ich muss mal bei meinem Handy gucken. Was? Dein Akku ist leer? Mein Akku ist leer. Das ist ja unklar. Ja, mein Akku ist leer. Oh no. Also fast zumindest. Ich habe 4%. Wie viel hast du? Ich habe nur noch 2. Mein Handy stinkt. Easy. Sandy. Sandy, was machst du hier mit deinem Handy? Ich mach gar nichts mit meinem Handy. Easy, hast du gesehen, dass ein Handy da war? Was für ein Handy? Nein. Nee, wir haben kein Handy. Das ist ja ungehört. Die Schule hat lang angefangen und ihr spielt hier mit euren Handys. Nachsitzen. Diesen Freitag. Alle beide. Was? Was ist so denn das? Nein. Wir wollen nicht nachsitzen. Ich hab bitte. So viel zu tun. Keiner will das, bitte nein. Oh, kommen Sie schon. Oh. Und weil ihr euch gar so aufführt, gibt's auch noch eine Mitteilung an eure Eltern. Was? Oh nein. Nein. Oh Gott, Easy, deine Mutter wird dich umbringen. Meine Mutter bringt uns beide um, wenn sie davon hört. Oh no, und ich will doch wieder bei dir übernachten. 6,5 Stunden später. Okay, Easy, wie weit sind wir jetzt mit der Präsentation? Wie viele Punkte brauchen wir noch? 20? 20? Bist du verrückt? Können wir die nicht irgendwie ein bisschen, also vielleicht kürzer, vielleicht können wir größer schreiben. Stimmt. Das ist ja klug. Ja, oder? Und dann sind wir unsere 20 Seiten schon mega, mega nah, oder? Ich glaube, wir sind bald fertig. Oh, Nachmittag ist echt doof und die Präsentation jetzt auch noch machen. Oh Mann. Aber okay, lass uns einfach beeilen und größer schreiben und dann sind wir dann gleich fertig. Aber Sandy, ich kann nicht mehr. Ich muss mal dringend auf Toilette. Oh, Mensch, wenn du es jetzt gerade so sagst, ich müsste auch auf Toilette. Okay, komm. Dann lass kurz...
Okay. Ja, komm, lass auf Toilette gehen. Oh. Bist du jetzt zu den Jungs gegangen? Nein, ich bin zu falsch gegangen. Da war eine Achtung. Okay. Aber wir müssen jetzt unbedingt noch... Ich kann deine Kabine gucken. Was? Easy. Komm mal raus. Also so geht es fein nicht. Hallo. Nein, geht, hallo. Nein. Da bin ich. Nein, geht's weg. So kann ich nicht pieseln. Hallo. Bitte. Easy. Ach Mann, sonst sitze ich hier 5 Stunden. Easy, hast du das? Easy. Hä? Huh? Es ist die Lichter. Was? Die Lichter. Hast du sie ausgemacht? Was? Nein, ich habe die nicht ausgemacht. Geh doch einfach raus, da ist noch Licht an und wasch dir die Hände, Sandy. Aber du hast doch... Prankst du mich nicht gerade? Was? Was für ein Prank? Nein. Aber du hast doch gerade das Licht ausgemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Vielleicht ist es ein Stromausfall. Komm, lass mal rausgehen. Easy. Aber... Hallo? Ist hier jemand? Entschuldigung, Hausmeister. Hallo? Oder Hausmeisterin? Ich glaube, wir haben einen Hausmeister, Easy. Hallo? Entschuldigung. Haben Sie schon das Licht aus... Hallo? Wo ist die Lehrerin? Die sind alle weg. Oh nein. Easy? Ja? Sind wir in der Schule eingesperrt? Ja? Oh nein! Können wir nicht irgendwo raus? Vielleicht über die Aula oder so? Hier. Okay, lass uns mal gucken. Lass uns mal gucken, ob wir hier irgendwo rauskommen. Stimmt, oder? Vielleicht hinten. Fenster offen oder so? Nee, vielleicht hier. Nee, hier hinten auch nicht. Oh nein. Mist. Ist die Luke zu? Die Luke ist auch zu nach oben, aber es bringt uns ja auch nichts, sogar wenn die offen wäre. Easy, was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, Sandy. Warte mal, dein Handy, hast du noch Akku? Oh, warte kurz. Ich muss kurz gucken, ob ich noch Akku habe. Ich habe noch 1%. Warte, ich rufe schnell meine Mutter an. Ich rufe schnell... Nein, es ist ausgegangen, Easy. Ich habe kein Handy. Nein. Was machen wir denn jetzt? Ist hier fest? Ist dein Handy noch an? Nein, mein Handy ist tot. Komm, vielleicht... Hast du ein Ladekabel? Ich habe kein Ladekabel, sonst würde ich es ja laden, Sandy. Was willst du jetzt mit einem Buch? Wir brauchen ein Ladekabel. Ich hab noch ein Buch. Okay. Noch diesen Teddybären. Ah, oh, der ist ja putzig. Aber, ja, oder? Aber der gehört deinem Bruder. Was, na und? Leih mir den ab und zu aus. Ah, das ist sehr süß. Okay, aber wir müssen vielleicht das Ladekabel jetzt suchen. Also nicht... Aber wo willst du denn... Wer hat denn hier ein Ladekabel, Sandy? Ja, weiß ich nicht. Irgendjemand. Warte mal, komm mal mit. Vielleicht unsere Lehrerin im Matheunterricht. Okay, warte. Ich komme mit. Guck mal hier vorne. Lass mal reinschauen. Da liegt keins, oder? Ich weiß nicht. Können wir hier rein? Ja, hier, komm. Vielleicht... Komm mal hier rein. Nee, da liegt ein Buch. Und eine Zeitung oder... Nee, oder sind das Tests? Oh, sind das Tests? Das sind die Tests für morgen. Yes. Aber wir können sie nicht lesen, Sandy, weil es dunkel ist. Oh, das stimmt. Lass uns sie wieder weglegen. Lieber da. Okay, wo könnten wir denn noch ein Ladekabel Vielleicht finden? Vielleicht beim Hausmeister. Hier hinten, guck mal. Okay. Oh, da wir steht dürfen zwar nicht, keine... Aber wir dürfen da nicht rein. Ja, aber was sollen wir denn machen? Oh nein. Ich habe ein bisschen Angst, Easy. Es ist okay, komm, wir machen das einfach, oder? Okay. Wischmob. Oh, nein, ich kann putzen. Nein, Easy, wir hören... Yippie. Machst du jetzt Stressputzen, oder was? Ja! Ach Gott, aber wir brauchen ein Ladekabel. Hier ist auch nichts. Easy, du musst irgendwas tun. Aber wir haben hier Betten, wir können hier schlafen über Nacht. Oh, das stimmt. Also, falls uns niemand abholt, können wir hier schlafen. Ja! Aber... Wir müssen doch... Es muss doch irgendjemand in dieser Schule ein Ladekabel vergessen haben. Vielleicht in den Spinden hier. Guck mal. Oh, das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir einen öffnen. Kannst du einen öffnen? Nee, die sind alle abgeschlossen. Ja, ich kann auch keinen öffnen. Vielleicht bei den Jungs. Die Jungs sind doch oft also so ein bisschen loster als die Mädchen. Vergessen das abzuschließen? Nee. Es sind alle zu. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Sag du doch mal was. Oh, weißt du was? Ja? Vielleicht hat die Rektorin ein Ladekabel in ihrem Zimmer da, weißt du? Du willst jetzt nicht bei der Rektorin einbrechen, Sandy. Das können wir nicht bringen. Ja, aber wir müssen hier raus. Sandy, die köpft uns am Montag. Aber vielleicht darf sie es, also vielleicht erfährt sie es ja nie. Weißt du? Oh mein Gott. Okay.
Okay. Komm. Oh mein Gott. Komm. Das ist keine gute Idee. Aber die Tür ist abgeschlossen. Was machen wir denn jetzt? Izzy, hast du so eine... Jetzt gib mir mal so einen Bobbypin von dir. Bobbypin? Ja, du von deiner Frisur. Du kannst doch einen abgeben. Okay. Okay, warte. Warte, ich probier's. Ein paar Sekunden später. Yes! Woohoo, wir sind drin. Okay. Oh, super. Jetzt warte. Ladekabel, Ladekabel. Yay! Yeah, hier ist ein Ladekabel. Juhu! Wow. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, mein Handy ist an, mein Handy ist an, mein Handy ist an. Ich kann Mama anrufen. Wo ist Mamas Telefonnummer? Wo ist Mamas Telefonnummer? Ah, hier ist sie. Oh Gott, ich hoffe, sie geht ran. Ich hoffe, sie geht ran. Mama? Sandy? Bist du hysterisch? Ja, Mama, wir wurden in der Schule eingesperrt, die Izzy und ich. Wir hatten Nachmittagunterricht und jetzt sind wir eingesperrt. Und jetzt, also mein Handy war akkuleer und kannst du uns bitte holen? Sandy, bitte beruhig dich. Du bist in der Schule eingesperrt? Wie ist das denn passiert? Da ist doch normalerweise ein Hausmeister, oder nicht? Ja, Mama, aber der hat uns eingesperrt. Ich weiß nicht, warum. Okay, bleib ganz ruhig, mein Schatz. Ich versuche, den Hausmeister zu organisieren und wir holen euch da raus, mein Schatz. Danke, Mama. Okay, bis gleich. Izzy, was hast du denn da gefunden? Was gefunden? Das habe ich in meinem Rucksack gehabt. Das ist mein Talkie-Walkie. Ernsthaft? Und du dachtest nicht, dass wir damit vielleicht deinen Bruder kontaktieren können? Oh, stimmt. Das ist eine super Idee. Yay! Easy. Ganz ehrlich, wir sind hier eingesperrt seit einer Stunde oder so und du sagst es mir jetzt erst? Oh. Okay, willst du das? Das hatte ich auch noch dabei. Beruhig dich mal ein bisschen. Das ist ja lecker. Oh. Ich möchte auch... Das ist mega lecker. Eine Stunde später. Ach, Gott sei Dank, Sie sind da. Bitte holen Sie meine Tochter und Ihre beste Freundin raus. Schatz, Schatz, wir kommen sofort. Schatz, ich bin da. Mama ist da. Oi, Mama. Oh, Gott sei Dank, Izzy, wir sind gerettet. Dann war es aber mit diesem Brookhaven Roleplay von heute. Vergesst natürlich nicht, einen dicken, fetten Like dazulassen und die Izzy und mich zu abonnieren. Wie immer ist die Izzy natürlich in der Videobeschreibung verlinkt und ich danke euch natürlich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus! Tschüss!